Thiel hat wirklich Mode der Revolution gemacht. Das gibt überhaupt keinen Zweifel. Es gibt überhaupt keinen Zweifel. So, when she left, als sie sich zurückzog, hat uns wirklich etwas gefehlt, wegen des Stils. Denn dieser Stil existierte dann auf einmal nicht mehr. Wenn man etwas bewegen will und man hat das noch nicht zu Ende gebracht, fühlt sich das komisch an. Deshalb musste sie wieder zurückkommen, um zu beenden, was sie in der Mode ausdrücken wollte. Sie startet mit neuem Schwung, neuen Ideen und neuer Energie. Jill Sander. Zurück zur Mode, zurück zu sich selbst nach 3 Jahren Pause. Frisch und motiviert. Ich saß in den Startlöchern und ich hatte in dieser Auszeit eigentlich die kreative Arbeit sehr vermisst und es war wie eine angestaute Kraft. Letzte Vorbereitungen vor der ersten Show in Mailand, ihr Comeback. Sommerkollektion 2004 für die Damen. Jill Sander, wie immer, mittendrin. Nichts hat sich verändert. Nichts entgeht ihrem prüfenden Auge. Jedes Detail muss stimmen. Jedes Detail bestimmt sie. Jill Sander weiß, was sie will. Und auch die Models sollen das wissen. Wie wenn Engel auf Reisen gehen, so möchte sie die Mädchen auf dem Laufsteg sehen. Doch wie wandeln Engel? Jill Sander weiß es. Wie Schönheit, wenn sie fliegt. Denk an deine Mutter, rät sie. And now we will try a bag. Let me see how it will do. Yes, and okay. Keep this light flying beauty. Yes, think about your mother or your, you know, and don't care who's there. Not be like a flying bird. Als ich kam, hatte ich das Gefühl, es war alles so irgendwie fast ein bisschen depressiv. Und man hatte so das Gefühl, man wollte so die Fenster öffnen und Luft. Also ich habe überall die Fenster geöffnet und gesagt, wir brauchen irgendwie frische Luft. Und irgendwie war eigentlich mein schönster Moment in manchen Bereichen schneller, in manchen sehr viel schwieriger und langwieriger. Wenn plötzlich so immer mehr wie so eine Spirale, die sich immer mehr erweitert, plötzlich fühlte also die Luft und die Leichtigkeit und auch diese geistige Haltung in einer Firma, die kamen dann plötzlich also zurück. 3 Jahre lang hatte Jill Sander der Mode den Rücken gekehrt. Nachdem ihr Unternehmen 1999 mit dem italienischen Moderiesen Prada fusioniert hatte, schien das eine perfekte Ehe. Doch die Firmenchefs Bertelli und Sander überwarfen sich. Die Hamburgerin stieg überraschend nach 5 Monaten aus. Ersetzt wurde sie durch den jungen Designer, Mil akzeptierten das neue Design nicht. Nun ist die echte Jill Sander wieder zurück. Zur Rettung ihres Unternehmens, zur Rettung ihres Stils.
Hunderte wollen auf die erste Schau sich das Comeback der Queen of Les ansehen. Doch nur wenige sind geladen. Die Sitzordnung ist so präzise wie ihre Mode. Wer wo neben wem sitzt, wird nicht dem Zufall überlassen. Die Modebranche ist äußerst sensibel, durchaus eitel. Jill Sander vertraut Vertrauten. Mit vielen ihrer Mitarbeiter ist sie seit Jahrzehnten verbunden. Konsequent eine Linie verfolgen, dazu gehört auch das richtige Team. Keine Strähne, kein Puderstaub, nichts überlässt sie dem Zufall, legt immer letzte Hand an. Jill Sander ist die perfekteste Perfektionistin, die die Mode je hervorgebracht hat. Sie kontrolliert bis in die letzte Nuance. Angst kenne ich eigentlich nicht und ich hatte mir sehr viel Zeit genommen für diese ja sehr für mich sehr wichtige Entscheidung und ich habe eigentlich überhaupt kein Bewusstsein für die Situation gehabt, weil als ich anfing im Mai gab es so viel zu tun und so viel anzupacken und man musste so viel neue Energien entwickeln, dass ich eigentlich wie schlafwandlerisch all das machte, was ich sonst auch gemacht hatte. Und es erschien mir irgendwo sehr natürlich. Modepäpstin Susie Menkes vom International Herald Tribune und natürlich auch ihre Kontrahentin Anna Wintour, Chefin der amerikanischen Vogue. Alle sind zum Jill Sander Comeback eingetroffen. Modejournalistinnen sind die am meisten geschätzten und gefürchtetsten Gäste, sitzen immer in der ersten Reihe. Denn sie bestimmen, was Frauen morgen tragen sollen. Das weiß auch Patrizio Bertelli, Prada-Firmenchef und Geschäftspartner von Jill Sander. Er mag Mode, vor allem aber schwarze Zahlen. Auch deshalb hat er Jill Sander überredet, nach 3 Jahren zurückzukommen. Seine Frau Miuka Prada ist ganz gelassen. Küsschen, Küsschen, jeder liebt jeden im Modezirkus. Und jeder hier ist gespannt, wie das Comeback der Jill Sander nach ihrer kreativen Pause aussehen wird. Die Entscheidung, zurückzutreten, war natürlich nicht einfach. Und letztlich auch dieses neue Leben überhaupt erstmal zu verstehen und auch zu leben, war natürlich auch irgendwo, brauchte auch irgendwie einen Zeitprozess. Aber letztlich war es am Ende dann doch wie ein Geschenk und auch diese ganzen normalen Dinge des Lebens waren für mich ja auch nicht so bekannt. Jill Sanders Leben kein normales Leben. Ein Leben, das früh von Arbeit bestimmt war. Mit nur 31 Jahren bringt sie bereits ihre erste eigene Kollektion heraus. Kreiert einen neuen Stil. Für eine neue, selbstbestimmte Frauengeneration. Ohne Shishi. Diese Frauen wollten sich nicht mehr so anziehen. Die wollten auch unkompliziert erscheinen. Also diese Rüschenhaftigkeit, ich sage immer, die Frauen mit den Buddeln. Die sind dann plötzlich lächerlich geworden. Und die wollten eben einfach eine Art, also Uniform ist jetzt doof ausgedrückt, aber eine eigene Farbe ihrer Karriere auch
was mit Mode zu tun hat, zum Ausdruck bringen. Und das war genau die Zeit, in der Gisanda anfing. Und das hat sie ganz prima gemacht. Jill Sander ist ehrgeizig, zurückhaltend und dennoch zielstrebig. Sie will mit ihrem Design die Welt erobern. Ein neuer Stil, schlicht und lässig, ohne Schnörkel. Für eine neue Frauengeneration, zu der sie selbst gehört. Mode für Karrierefrauen. Sie hat plötzlich einen Blazer gemacht für Frauen, der richtig gut saß. Und sie hat Hosen gemacht und sie hat eben auch diese T-Shirts gemacht. Und sie hat eben diesen Fanatismus für die beste Qualität. Und das haben diese Frauen auch dann bezahlt, weil sie das gespürt haben. Jill Sander hat höchste Ansprüche in allem, was mit ihrer Arbeit zu tun hat. Von allem will sie nur das Allerbeste. Dabei sollen die Kleider immer schlicht bleiben. Diesen scheinbaren Widerspruch löst die Hamburgerin auf. Sie weiß, was ihre Frauen wollen. Eleganz ohne Überheblichkeit, Bequemlichkeit ohne Öko-Touch. Selbstbewusster Luxus für die moderne Frau. Trends interessieren sie nicht, als sie 1973 ihre erste Damenkollektion vorstellt. Alle sagen immer, meine Mode wäre immer sehr emanzipiert gewesen. Das liegt vielleicht einfach daran, dass zu der Zeit, als ich anfing, fing auch die Berufstätigkeit der Frauen an. Es gab also eine völlig neue Situation. Aber ich war immer ein großer Verfechter auch vom femininer Charme und dass man nicht also versucht, jetzt Männer zu kopieren. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Die Designerin entscheidet sich nur für die besten Stoffe. Und so steht der Name Jill Sander schnell für kompromisslose Qualität. Das Wissen über Stoffe hat Jill Sander in ihrer Ausbildung als Textildesignerin erworben. Auf einer Modeschule war sie jedoch nie. Als ich mal anfing, war ich ja irgendwo wie autodidaktisch, wie ein Autodidakt. Und was mich am meisten interessierte, waren eben die Proportionen und die Materialien. Und im Laufe der Jahre und im Laufe der Zeit habe ich mich also da immer mehr verfeinert. Wenn es ums Geschäft geht, lässt sich Jill Sander nicht reinreden. Tipps sind bei ihr eher fehl am Platz. Ja, aber das ja nun jetzt im Sommer nicht. Sehr schöne Qualität bei vor allem in klassischen Farben, oder? Ich würde es auch ein bisschen wollig. Wollig? Ja. Natürlich, der Crepe ist vielleicht so ein gewisses Image. Also wir hatten jetzt einen Crepe im Winter von Taone. Der war so ganz dicht gewebt, reine Seide. Und der hatte so was Saloppes dabei. Also der ist mir zu kreppig. Ich meine, sicher, dass es eine Standard war. Diese Kombination Mann und Frau, ich habe das immer in meiner eigenen Arbeit gesehen, das ist eigentlich ein wunderbarer Zusammenschluss, wenn Frauen eben nicht vergessen, dass sie eben auch diese femininen, starken Seiten haben. Produktionstechnisch ist es sicher. Jill Sander ist neben Coco Chanel und Vivienne Westwood eine der wenigen Frauen, die sich in der männerdominierten Modebranche durchsetzen. Sie baut ihr Unternehmen Schritt für Schritt aus. Für den Kosmetikbereich holt sie sich den größten Konzern ins Boot, Lancaster. Auch hier entscheidet sie alles selbst. Sie ist der Chef. Luxus liebt Jill Sander auch privat. Er ist selbstverständlicher Teil ihres Lebens. Mitten in Hamburg kauft sie sich eine Villa im teuren Stadtteil Pöseldorf. Noch bevor sie ihre erste Kollektion lanciert, eröffnet sie dort 1968 auch ihre eigene Boutique. Also Jill hat damals vorgehabt, eine Boutique aufzumachen, und zwar in der Milchstraße. Und sie hat sich ein Logo schon von irgendeinem Kollegen entwickeln lassen und war unsicher und hat dann eben sehr schnell gefragt, ob ich nicht eher eine Alternative entwickeln kann. Und das habe ich damals gemacht, und als ich das gezeigt habe, diesen neuen Schriftzug,
Sie war ganz verblüfft, aber spontan zugesagt. Also das war auch häufig der Fall. Später dann ging es nicht mehr so ganz einfach mit ihr. Aber sie hat gesagt, den nehme ich. Ich habe das so erklärt, wir können nicht weitermachen in Deutschland mit diesem Berliner Schick, sage ich immer, diese blöden Schnörkelschriftzüge, die sich die ganze Modebranche angewöhnt hatte. Der Purismus, die Qualität und die schlichte Eleganz überzeugen die Hamburger High Society. Die Kundinnen sind bereit, Höchstpreise zu bezahlen. Der weltweite Erfolg ist absehbar. Jetzt müssen wir zusammenrechnen, was ich... Ich habe sie nun alle hier zusammen. 4.688. Okay. Dann machen wir es wieder so, ich schicke Ihnen einfach einen Scheck. Ich nehme jetzt mal den Durchschlag mit und schicke Ihnen Scheck über die 4.000. Wir können Ihnen sonst auch die Rechnung schicken. Jill Sander lässt den Großteil ihrer Kollektionen im traditionsreichen Modeland Italien fertigen. Die Italiener haben das richtige Gespür für Stoffe, Verarbeitung und Qualität. Und sie sind charmant, tun alles für die schöne Blonde aus dem hohen Norden. Dann von oben immer 6 cm. Da soll es erst beginnen? Ja. Oder 5. 5,5. Immer von oben. Also von der Mitte ausgerechnet. Ja, von der Kanne. Ja. Ne? 5 cm. Das finde ich einfach eleganter, weil das ist ja oben die Höhe. Ne? Oder soll ich 6 machen? 6 ist eigentlich eleganter. Ja? Guck mir dann so weil unten vor. Ne, es sieht aber besser aus. Guck mal, bei so einem riesen Teil, ich hänge das da oben. Ne? 6 cm. Sie sehen, jetzt müssen Sie noch Ihre ganzen Maschinen neu handwerklich installieren. Das geht ja wohl. Wünschen Sie sich nie, dass ich zu oft komme, ne? So, und wollen wir uns jetzt noch mal die Schulternaht angucken, Frau von Petrosi? Das sieht man aber. Das sieht man ist nicht. Sehr besser. Das können Sie jetzt besser, grundsätzlich ne? überall. Ja. Ich mache mir jetzt, sehen Sie das? Jill Sander ist sich selbst das beste Model. Nur was ihr steht und passt, kommt in die Kollektion. Ihre Überzeugung, mein persönlicher Stil ist maßgeblich. Über Jahre hinweg perfektioniert sie diesen Stil, arbeitet ohne Pause. Ist besessen von Technik und Proportionen. Ich kam aus Italien und wir haben damit die Lederkollektion gemacht. Und ich sage, guck, ich habe hier bei Valextra oder irgendwo eine schöne Tasche mir gekauft. Da sagt sie, oh, die ist ja toll. Nehmen wir die Sachen raus, ich nehme die mal mit. Und dann 4 Wochen später waren nur noch Teile der Brief. Dann hat sie sie zerschnitten und untersucht ihren Fanatismus. Oder sie hat sich Dinge angeschaut und sagt, zieh das mal aus. Und dann, also fanatisch. Ich habe ihr dann immer schon die Scheren weggenommen. Aber das ist bei ihr völlig diese Verrücktheit. Jill Sander hat einen aufwendigen und extravaganten Lebensstil. Wie in ihrem Design gibt es auch privat keine Alternative zum Luxus. Sie kauft feinste Autos und schönste Anwesen. Durch ihre Leidenschaft für Proportionen entdeckt sie sehr bald ihr Faible für Architektur. Besonderes Kleinod, ihr Landhaus im schleswig-holsteinischen Plön mit einem fantastischen Garten. Bis heute fährt sie immer wieder zur Erholung hin und kümmert sich mit größter Begeisterung um den Garten. Und ihre Residenz in Hamburg, schlossartig, majestätisch. Dort lebt sie mit ihrer Lebensgefährtin. Es folgen Häuser und Wohnungen in Paris und Berlin, auf Mallorca und Ibiza. Jill Sander sucht überall ein Zuhause. Wir waren einmal in Plön, da war ein Haus gedeckt gerade, sehr schön, ein Walmdach. Und plötzlich zittert sie wieder und sagt, die Proportionen stimmen nicht. Peter, wie findest du die Proportionen? Da stimmt doch irgendwas nicht. Hat sie wieder abgerissen und neu gebaut, nur weil sie die Fenster um ein paar Meter verschoben hat. Also ein Fanatismus, der zu großen Folgen führt. Aber da ist sie dann ganz radikal, ganz radikal.
Über ihre Kindheit spricht Jill Sander nicht. Trotz ihrer Berühmtheit schafft sie es, sich vor der Außenwelt zu schützen. Sie lebt zurückgezogen, hat keine eigene Familie, wenige Freunde. Ihr Zuhause ist die Arbeit. Sie ist ja wirklich immer kampfbereit. Und das erlebt man auch. Ich habe sie schon so, dann tat sie mir so leid, wenn man ihre Hand nimmt, diese Zade, dass sie ganz heftig gezittert hat. Also ich dachte, mein Gott, Jill, was ist mit dir los? Das ist ihre... Das sind die Folgen dieses Kämpfens. Die Designerin entwickelt eine neue Strategie. Sie vermarktet sich selbst als perfektes Image ihres Stils. Jill Sander als Ich-Ikone. Trotz des Erfolgs, die Nervosität bleibt. Meine Hand zittert schon. Ich weiß, wir sind einmal nach irgendwo Österreich gefahren mit dem Auto. Und als wir an die Grenze kamen, wollte sie dauernd umkehren. Peter, kehr um, fahr wieder zurück. Da haben aber da 200 Frauen auf sie gewartet. Und das war unglaublich, weil sie sah auch völlig nervös aus, zerstört eigentlich. Die Haare standen zu Berge. Und wir haben sie abgesetzt. Niemand sollte es wissen, dass sie selbst kommt. Und sie wurde auch durch einen Rückeingang geschleust. Und eine halbe Stunde später kam Jill wie ein Hollywood-Star strahlend wieder raus, weil sie diese unglaubliche Kraft hat. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch so eine Kraft entwickeln kann. Heidemarie Jeline Sander wird 1943 geboren, wächst in Hamburg in einfachen Verhältnissen auf. Nach ihrer Ausbildung geht sie für 2 Jahre nach Amerika, kommt wieder nach Hamburg zurück, wird Moderedakteurin, berät Textilfirmen und macht sich schließlich selbstständig. Sie weiß, sie kann es schaffen. Sie verlässt sich ganz auf sich. Wenn wir in ein Restaurant gingen, haben sich alle umgedreht. Jill Sander ist eine sehr schöne Frau. Aber nicht nur deswegen, weil sie dieses charismatische Wesen hat. Das ist unglaublich. Und ich persönlich, nach den vielen Jahren und nach den Tiefen und Höhen, bin immer etwas schüchtern geblieben bei ihr. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Jill Sander baut sich eine eigene Welt. Was sie anpackt, hat Erfolg. Ihre Mode, ihre Kosmetik, ihr Parfum, ihr Frauenbild. Unabhängig, selbstbestimmt, schön. Ein Ideal für viele Frauen. You are my morning light. You make it all so right. Auf dem Laufsteg, Top-Frauen, Top-Models, Charaktergesichter. Jill Sander interessiert sich mehr für starke Persönlichkeiten als für oberflächliche Makellosigkeit. Selbstbewusste Lässigkeit als Lebensidee, das möchte sie als Stil verkaufen. Jill Sander baut in wenigen Jahren ein Weltunternehmen mit Millionen Umsätzen und mehreren 100 Mitarbeitern auf. 1989 geht sie mit ihrer Firma an die Börse. Weltweit eröffnet sie eigene Geschäfte und macht Gewinne mit den Lizenzen für Kosmetik, Taschen, Schuhe und Brillen. Hamburg, ihrer Heimat, bleibt sie mit dem Hauptsitz treu. Ihre Kollektionen werden in Italien und Deutschland gefertigt. Billigproduktionsländer wie in Asien erfüllen ihre Ansprüche nicht. 1999 verkauft sie ihr Unternehmen an Prada. Der Zusammenschluss der beiden Moderiesen soll die Marken auf dem hart umkämpften Markt nach vorne bringen. Ich dachte immer, als ich anfing, selbstständig zu sein, meine Arbeit im kleinen Rahmen anfing, dachte ich immer, das gibt mir eine unheimliche Selbstständigkeit. Aber am Ende muss man doch feststellen, dass die Verantwortung und wenn man irgendwas kreiert, dass man eigentlich dann doch nicht frei ist, weil man doch immer wieder diesen Rucksack schnürt und ihn trägt. Doch zwischen der sensiblen Jill Sander und dem cholerischen Prada-Chef Patrizio Bertelli fliegen die Fetzen. Die gemeinsame Idee scheitert. Die Designerin steigt nach 5 Monaten aus. Ihr Rückzug bringt Verluste. Jill Sander ohne Jill Sander funktioniert nicht. Bertelli überzeugt die Designerin, in ihr Unternehmen zurückzukehren. Ich glaube, dass auch gerade mein Beispiel ein Beispiel gab, dass man sich vorher wirklich überlegen muss, wie so eine Partnerschaft aussehen kann.
Und letztlich haben wir, glaube ich, auch in beiden Fällen, also jetzt Prada als Partner und ich auch, gesehen, dass man wirklich da irgendwie, das war wie eine Lektion. Und das Positive ist eben, dass wir wirklich sagen konnten, okay, wir haben kommuniziert, wir haben gesehen, dass die Marke Jill Sander eben auch irgendwie ein Leader braucht und letztlich konnten wir also wieder irgendwo zurückfinden. I'm really excited. I'm really like I feel a bit emotional for her and ich bin richtig aufgeregt und fühle mit ihr. Ich hoffe, dass alles noch schöner ist als je zuvor. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird, denn sie hat sich aus der Branche zurückziehen können, sich gesammelt und hat so zu ihrer Kraft und Weiblichkeit zurückgefunden. To kind of step away from the industry and collect herself and find all that power and all that strength and femininity that she has. Die Erwartungen sind groß, weil diese Kreativität für so lange Zeit unterbrochen war. Ich glaube, dass sie wirklich das Bedürfnis hat, sich auszudrücken. Ich bin mir sicher, dass es beeindruckend wird. Die internationale Presse ist nach Mailand gereist, um das Comeback zu beobachten. Und alle treuen Jill Sander-Fans sind da. Joyce Ma, die wichtigste asiatische Einkäuferin. Bruder Hanno Barsch sowie Schwägerin Renate. Beide arbeiten für Jill Sander. Die erste Damenkollektion nach 3 Jahren Pause. Jill Sander ist weniger streng. Emotionaler, transparenter. Anders und doch stilecht. Modern, ohne trendy zu sein, anmutig und leicht. Und nur die besten Stoffe. Handgefärbter Chiffon, gepresster Organza, immer wieder Seide und handbedruckte Baumwolle mit Mustern aus dem 15. Jahrhundert. Die Kollektion ist von neuen Erfahrungen geprägt. Wenn wir jetzt mal gerade in den letzten 2 Jahren unsere heißen Sommer fühlten und ich ja auch besonders, weil ich auch die Zeit hatte, das zu genießen, dann reflektiert es irgendwie auch, dass man im Moment mal vielleicht einfach in so einer Stimmung ist, dass man sagt, okay, diese Leichtigkeit auch in anderen Bereichen wie Kleider oder Abend oder leichtere Stoffe. Ich empfinde das im Moment als sehr natürlich und es war vielleicht auch ein ganz natürlicher Prozess, weil es nämlich gar nicht so einfach aus so einer Kollektion dann eine Essenz rauszunehmen. Und man könnte eigentlich auch dahin kommen, dass man sagt, man denkt 6 Stunden darüber nach, ob man die beige oder die weiße Hose zeigt. Jill Sander hat in den 3 Jahren Pause ein Leben gelebt, das sie vorher nicht kannte. Sie war viel auf Reisen, hat sich mit Freunden getroffen, Bücher zu Ende gelesen, wie sie sagt, und gelernt, dass ihr Leben nicht nur aus Arbeit bestehen kann. Sie war ohne Verpflichtungen. Einfach frei.
ich habe sehr laut getönt, dass ich sehr viele Kleider und sehr viel feminines Design machen würde. Und ich dachte immer, hoffentlich rede ich nicht nur, hoffentlich gelingt es auch. Und es kam nachher sehr natürlich, dass die Ergänzung zu diesem Tailored Part, also die, die bekannte Gisander-Idee, sich jetzt irgendwo erweitert, auch für andere Situationen, dass man einfach eben, ich vielleicht auch durch meine Zeit auch irgendwie anders zu leben, dann doch sehr stark festgestellt, dass man eben auch für solche Situationen sich eigentlich nicht so verändern möchte, aber irgendwie auch was braucht. Und ich finde, dass der Bedarf da sehr groß ist. Der 3-Sekunden-Auftritt, ein Gisander-Klassiker. Es ist eigentlich immer das Schwierigste, nach dieser Show da rauszutreten. Aber es war eben auch für mich ein sehr emotionaler Moment und ich fand es irgendwie fast überwältigend, wie die ganzen Leute reagierten. Und dass es ja so viele Menschen waren, war es hat man nachher gar kein Bewusstsein mehr dafür, was eigentlich passiert. Es war irgendwie so sympathisch zu sehen, dass irgendwie da so irgendwie ein Verlust oder eine Lücke entstanden ist und vielleicht auch durch das Fehlen oder nicht mehr, dass das irgendwie nicht austauschbar war und dass die Menschen eigentlich noch viel mehr registrierten, dass sie irgendwas vermissten. Franca Sazzani, italienische Vogue-Chefin und enge Freundin, sowie Meister Bertelli, alle sind begeistert von der neuen Kollektion. Gisander hat es mal wieder geschafft. Eine Niederlage wäre für die hochsensible, erfolgsverwöhnte Designerin aber auch nicht denkbar. Das ist schon eine große Veränderung, nicht im Sinne von Form oder Schnitt. Aber es ist alles leichter, poetisch und jünger. Das Design ist sehr pur, einfach und romantisch. All is very pure, all is very simple, but more romantic. Allein jedem zu zeigen, dass sie sich anders fühlt, fand ich schon bewundernswert. Sie hatte keine Angst, ihre Veränderung zu zeigen und dass sie sich in eine neue Richtung bewegt hat. Sie fühlt sich offener und genau das hat sie auch in der Show gezeigt. Ich fühlte mich glücklich, glücklich für sie. Und die Kleider waren wunderschön. Seit ich anfing, Gisanders Sachen zu sehen, hat es eine Riesenveränderung gegeben. Ich würde sagen, vom strengen Feminismus zu so etwas wie Femininität, also weiblicher, als ob Frauen sich in der Männerwelt nicht länger beweisen müssen. Als
Am Tag nach der Show zeigt sich aber erst der eigentliche, der reale Erfolg. Der Showroom vom Vortag ist zum Verkaufsraum geworden. Entscheidend ist jetzt, wie viel wird von den Geschäften weltweit geordert. Also wenn man proportionssüchtig ist, ist es immer so, dass man immer wieder neue Formen sucht und neue Ausdrucksmöglichkeiten. Jetzt immer wieder in dieser Dreidimensionalität. Und letztlich hier die Idee auch bei den neuen Jacken und wenn Sie auch diese Lederteile oder Mäntel sehen. Wir wollten eben eigentlich eine viel schmalere Schulter entwickeln, aber mit sehr viel Funktionalität auch, dass man sich eben auch gut bewegen kann. Und letztlich, wenn man die alten, also gerade so aus der Renaissance, das waren ja immer Teile, die auf dem Körper geschneidert waren. Und es ist also eine völlig neue Schulterproportion. Und ich habe mich sehr mit dieser ganzen Technik auseinandergesetzt. Und man stellt dann fest, dass es ganz andere Techniken sind. Also, das sind jetzt technische Sachen, aber Armlöcher sind unten sehr viel weiter und oben sehr viel schmaler. Und wir heute in unserer Zeit haben eigentlich fast das konträre Thema. Man kann durch diese weitere Proportion sich viel besser bewegen und sehr viel schmaler auch sein. Jedes Teil, das im Laden hängt, wird einzeln gefertigt. Jill Sander produziert nur nach Bestellung. Exklusivere Mode gibt es kaum noch. Jill Sander ist Luxus. Die Sommerkollektion besteht aus über 500 Einzelteilen. Of course I'm happy. That's really fantastic. I'm so when happy can too. We see each other. We have to see. I will be in Paris. I will be in Paris on the 9th. Oh, on the 9th, yeah. And then maybe we have a moment. Joyce Ma aus Hongkong ist eine der treuesten Jill Sander-Einkäuferinnen. Sie hat ihren Stil Ende der 80er Jahre nach Asien gebracht, mit riesigem Erfolg. Look, I'm tearing already. Sehen Sie, mir kommen die Tränen. Ich bin sehr glücklich, dass Jill zurück ist. Ich glaube, die dreijährige Abwesenheit hat ihr sehr geholfen, einen Raum für sich zu finden und sich selbst neu zu entdecken, um wieder das im Leben zu finden, was positiv und schön ist. And discovering everything in life that is so positive and so beautiful. Nun können wir wieder ihre Kreativität und ihren Professionalismus sehen. Das alles ist in ihrer neuen Kollektion. Das Geschäft läuft. Die neue Kollektion kommt gut an. So, und jetzt machen wir das bunte Hemdblusenkleid, ja, was sie anhat aus der Show. Also da, geschnitten, das ist halt eher ja, was ja, also da denke ich, ja. Ja. Und da haben wir die Bluse und dann nehmen wir auch mal zwei solche Kleider, ne, würde ich sagen. Natürlich kommt auch Susi Menkes. Zum Glück für Jill Sander hat sie eine Hymne über das Comeback geschrieben. Ich finde die Kollektion sehr weich und jugendlich. Ich denke, das passt zu Jill Sander. Sie schaut auf die neue Generation, auf eine, die nicht kämpfen und Schulterpolster anziehen musste, um zu beweisen, dass sie neben einem Mann im Arbeitsumfeld bestehen kann. Ich bin mir sicher, dass es trotzdem noch die Hosenanzüge geben wird, die eine ältere Frau tragen möchte, wenn sie eine Bank leitet. Aber jetzt findet sich in diesen Kleidern auch eine Weichheit, die sehr anziehend für jüngere Frauen ist. Ich hoffe, dass ich mir diese Leichtigkeit erhalte, dass man nicht immer denkt, es ist so ernst. Und auch, ich glaube, auch die Konzentration, wie man Dinge sieht, wenn man aus einer anderen Welt oder wenn man mal zurücktritt, das möchte ich erhalten, weil es macht irgendwie, es macht das Ganze sehr viel leichter und man hat irgendwie mehr Abstand und mehr Souveränität. Und irgendwie scheint es, dass man durch so eine Auszeit irgendwie erwachsener wird.
Jetzt hängt die neue Kollektion in den Jill Sander Geschäften. Und bald wird sich zeigen, ob die Hamburger Designerin immer noch das richtige Gespür für selbstbewusste Frauen hat. Ob ihr Stil auch im 21. Jahrhundert zeitlos bleibt. Wer Jill Sander trägt, ist nicht modisch, aber immer modern. Ich finde eigentlich, dass das, was ich jetzt die letzten 4 Monate gesehen habe, dass das eigentlich doch bedeutet, dass es richtig war, nochmal diese Vision zu Ende zu bringen und eben weiterzuarbeiten. Und wenn ich nochmal wieder, okay, ich habe das richtig vorbereitet und die Idee kann dann irgendwie auch alleine weiterleben.